Ja, hallo liebe Freunde, ich habe ganz viele Nachrichten von euch bekommen, dass viele von euch von Null anfangen wollen, also von den 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Basics. Und das machen wir heute. Willkommen in der neuen Kategorie Basics. Ja, viele von euch bekommen jetzt ihre erste digitale Spiegelreflexkamera geschenkt oder haben sie vielleicht auch schon bekommen und wissen eigentlich gar nicht, was sie mit so einem Ding überhaupt anfangen sollen. Ich werde euch in verschiedenen Videos über einen längeren Zeitraum genau erklären, wie man mit einer solchen Spiegelreflexkamera umgeht, was es damit auf sich hat, wie wir die verschiedenen Einstellungen machen. Und ja, als erstes geht es erst einmal um dieses hier. Was bedeutet das eigentlich, diese verschiedenen Programme? Ihr habt wirklich gar keine Ahnung. Ich versuche euch zu erklären, was es damit auf sich hat. Was ist denn eigentlich dieses hier? Der Adept-Modus ist sozusagen der Schärfentiefe-Modus. In diesem Modus habt ihr die Möglichkeit, euer gesamtes Bild richtig schön scharf zu stellen. Okay, viele wollen es nicht. Die möchten halt eben ganz gerne den Hintergrund etwas unscharf haben und nur ihr Motiv richtig schön scharf abgebildet haben. Das sieht ein bisschen profihaft aus. Kann man machen. Aber es gibt auch Leute, die zum Beispiel im Urlaub vorm Empire State Building stehen und hinterher sagen, oh, meine Mutter, die steht da so schön vor dem Empire State Building, da habe ich jetzt ein wunderschönes Foto gemacht von meiner Mutter und als ich mir das Bild hinterher betrachtet habe, war meine Mama richtig schön scharf und dieses Empire State Building konnte man gar nicht sehen. Das liegt allerdings daran, dass ihr mit der Blende gespielt habt, dass ihr eine recht große offene Blende benutzt habt. In diesem Modus wird allerdings das gesamte Bild richtig schön knackig scharf. Ja, also hier drüber habt ihr die Möglichkeit, dass ihr auch in meinem Beispiel das Empire State Building richtig schön scharf bekommt. Wenn wir uns jetzt mal die Rückseite anschauen, so können wir sehr gut feststellen, dass wir hier verschiedene Anzeigen haben. Also in diesem Modus habt ihr die Möglichkeit, die Belichtung sogar noch etwas zu verändern. Dazu klicke ich hier auf AV. Ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt aufgrund der Belichtung hier richtig gut sehen kann. Und so kann ich mit dem Wahlrad die Belichtung richtig schön verändern. Ja, ihr seht also diesen Strich, dass sich dieser Strich hier etwas bewegt. Ja. So, jetzt gehe ich etwas in den Minusbereich rein. Das heißt also, das Bild wird etwas unterbelichtet. Es wird also um einiges dunkler werden. Hier ist es jetzt nun ganz dunkel. Wenn ich jetzt hier auf 0 gehe, so ist dieses Bild korrekt belichtet. Ja. Wenn ich jetzt hier auf Plus gehe, dann wird das Bild überbelichtet. Ja, das heißt also, dass es sehr viel heller wird. Hierüber habe ich jetzt noch die Möglichkeiten, und zwar hier über diese Knöpfe kann ich auch noch einige Modis einstellen. Hier gehen wir jetzt zum Beispiel in den Farbtemperaturmodus. Der Farbtemperaturmodus kann unser Bild in den Kelvin-Anzahlen um einiges erhöhen. Ich kann das jetzt mal hier einmal testen. Ich habe jetzt hier diesen Modus Schatten. Das heißt, dass das Bild also jetzt etwas gelblich wirkt. Wenn ich jetzt die Kelvin-Anzahl verändere, so kann man sehr schön jetzt hier feststellen, dass das gesamte Bild sich richtig schön verändert. Ja, ich stelle das mal eben hier auf Automatikmodus. So, jetzt zoomen wir mal hier etwas heran. Ich fokussiere jetzt mal hier mein Bild. Ja. So, und ihr seht, das ist jetzt hier schon recht gelblich. Und hier kann ich jetzt quasi einstellen, wie ich die Farbtemperatur haben möchte.
Ja? Gut. Als nächstes können wir dann die Messmethode auswählen. Über diesen Modus habe ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, bewegte Bilder, wenn sich Bilder bewegen, also in einer ziemlich schnellen Reihenfolge zu fotografieren, ohne dass das Bild halt eben verwackelt. In diesem Modus habe ich jetzt die Möglichkeit, stehende Bilder, also feste Standpunkte zu fotografieren. Sollten sich diese festen Standpunkte bewegen, so gilt es das Gleiche wie in diesem Modus. Sie werden also richtig schön scharf. Dieser Modus ist eigentlich nur für stille Objekte gedacht, denn hierüber haben wir die Möglichkeit, eine richtig schöne Fokussierung über tote Gegenstände zu erstellen. Gut, jetzt haben wir hier einen Bildstilmodus, denn bei den Canon und Nikon Produkten hat man die Möglichkeit, einen Bildstil zu verändern. Das ist aber allerdings eine Geschichte, die wir auch noch in den Videos beibringen, und ich werde euch dann etwas Genaueres darüber erzählen. Ja, hier habt ihr jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, die Reihenfolge zu ändern. Hier haben wir also den Modus Serienbilder. Hier könnt ihr also in sehr, sehr schnellen Reihenfolgen Bilder schießen. Ich kann das ja mal testen. Ich zeige euch das jetzt mal. So, jetzt habt ihr hier die Möglichkeit, ziemlich schnelle Bilder hintereinander zu machen. Ja. Ja, man hört es. Also das sind sehr schnelle Auslöser, die ich da jetzt hintereinander betätigen kann. So, wofür ist denn jetzt dieser Modus? Der M-Modus ist sozusagen der Modus, wo ihr alles alleine einstellen müsst. Ja, das heißt also, wir müssen alles automatisch einstellen. Von der Belichtungszeit, von der Blende, von der ISO, von dem Bildstil, von der Farbtemperatur. Also alles muss komplett alleine und manuell eingestellt werden. Dieser Modus ist eigentlich mehr für erfahrene Fotografen, die also genau wissen, welche Einstellungen sie in welchen Lichtsituationen verwenden würden. Ich würde euch allerdings empfehlen, ab und an auch einmal in diesem Modus ab und zu mal zu fotografieren, um halt eben ein gewisses Gefühl für die Kamera zu bekommen. Denn so lernt ihr mit der Kamera umzugehen und ihr wisst genau, welche Einstellung für welche Lichtsituation am besten geeignet ist. Dieser Modus, der AV-Modus, mit diesem Modus kann ich die Blende regulieren. Ja, das heißt also, ich stelle hier die entsprechende Blende ein und die Kamera errechnet mir dann automatisch die entsprechende Verschlusszeit. So, jetzt habe ich hier ein bisschen überbelichtet, unterbelichtet meine ich. Jetzt stelle ich mal hier auf normale Belichtung. Jetzt habe ich hier eine Blende von 20 eingestellt, also eine relativ kleine Blende. Das heißt, dass hier nur sehr, sehr wenig Licht durchkommt, aber was es genau mit der Blende auf sich hat, das werden wir in einem extra Video noch genau besprechen. Da werde ich dann hinterher auf die einzelnen Zahlen bei dieser Digitalkamera eingehen. Jetzt haben wir hier eine Blende von 20 und hier neben eine Verschlusszeit von 13 Sekunden. Wenn ich jetzt allerdings die Blende verändere, jetzt gehe ich mal hier auf, im übertriebenen Sinne mal auf die Blende 4,5, so habe ich jetzt eine Verschlusszeit von 0,5 Sekunden. Ja? Und somit könnt ihr halt eben über die Blende quasi richtig schöne Objekte hervorheben. So, und wofür ist dieser Modus? Der TV-Modus ist genau das Gegenstück
von dem Blendenmodus. In diesem Modus kann ich die Verschlusszeit einstellen, wobei mir die Kamera dann automatisch die richtige Blende hervorgibt. So, jetzt werde ich mal die ISO hier etwas erhöhen. Jetzt gehe ich mal meinetwegen auf ISO 800. So, und jetzt kann man hier nämlich sehr schön sehen, dass die Belichtung hier optimal eingestellt ist. Ja, was hat es mit dem P-Modus zu tun? Der P-Modus ist also ein Programmmodus. Also dieser Modus ist dafür da, um halt eben, dass die Kamera selbstständig alles genau das einstellt, wofür man die Situation auch hinterher braucht. Ja, ich benutze diesen Modus ab und an, dann, wenn es richtig schnell gehen muss. Bei der Streetfotografie zum Beispiel benutze ich diesen Modus und die Kamera stellt also so ziemlich schnell genau die Lichtsituationen ein, die auch für ein gutes Foto hervorgehen sollen. Ja, wofür ist dieser Modus? Das ist der Vollautomatik-Modus. Den benutze ich eigentlich überhaupt nicht. Dieser Modus gibt halt eben vor, dass das Bild korrekt belichtet ist. Und ich kann ja mal hier auslösen. Ja, ich löse dann mal eben aus. Ja, hier sieht man schon, dass der Blitz automatisch austritt, was aber für die digitale Fotografie nicht immer sehr vorteilhaft ist. So, kommen wir zum nächsten, Porträt. Hier haben wir gar keine Möglichkeit, Zugriff auf die einzelnen Einstellungen hier zu nehmen. Denn der Porträt, wenn ich jetzt halt eben hier in diesem Porträtmodus, sind halt eben die Gelbanteile und die Gelb- und die Rotanteile halt eben etwas erhöht, dass die Haut etwas glatter und auch schöner wirkt. Ja. In diesem Modus habe ich hier allerdings nur die Möglichkeit, die Qualität und die Fotoreihen zu verändern. Ja, was haben wir sonst noch? Landschaftsfotografie. Hier habe ich allerdings keine Möglichkeit, großartige Änderungen vorzunehmen. Nahaufnahme habe ich hier. Sportmodus. Sportmodus ist sowas Ähnliches wie der TV-Modus. Nachtporträt. Und hier haben wir den Videomodus. Ja, ich hoffe, dass ich euch mit meinen Erklärungen euch etwas geholfen habe. Im nächsten Thema geht es um die Zahlen auf dem Display. Da werde ich euch erklären, was es mit den einzelnen Zahlen auf dem Display zu tun hat, wofür sie stehen, was für verschiedene Einstellungen es gibt. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.